Professor Aslan sagt über die Geschichte des Islam, der Diskurs in Bagdad des 9. und 10. Jahrhunderts war vielfältiger und liberaler als heute in Österreich, in Wien oder in Deutschland. Er sieht die Ursache der Gewalt, die jetzt von islamistischen Terroristen ausgeht, in einer Theologie, die dann im 15. Jahrhundert eben genau diese Blüte des 9. und 10. Jahrhunderts sozusagen unter sich begraben hat. Und Professor Aslan ist einer derer, die jetzt versuchen, an diese ursprünglichen Traditionen wieder anzuknüpfen. Herr Professor Aslan, wir freuen uns, dass Sie da sind und bitten Sie uns, in die Sprüche und Widersprüche des Koran einzuführen. Danke. Meine Damen und Herren, manchmal habe ich das Gefühl, die Leute haben genug vom Islam, wahrscheinlich doch nicht, dass sie so viel gekommen sind. Ich freue mich sehr, dass wir heute gemeinsam über die Stellung der Gewalt im Koran sprechen können. Das sind Ideen, die wir weiterentwickeln müssen. Da sind auch jede Menge offene Fragen, die noch auf Antwort warten. Aber ich freue mich, dass die Muslime selbst eine öffentliche Debatte hier in Österreich in der Mitte der Gesellschaft führen dürfen. Das ist gut so, das verspricht natürlich uns eine bessere Zukunft, das verspricht uns einen Islam vielleicht in kommenden Jahren mit europäischer Prägung, der auch eine Hoffnung für die islamischen Länder wäre, dass man einfach dadurch diesen Demokratisierungsprozess in den islamischen Ländern beschleunigen oder besser gestalten kann. Ich habe mir heute vorgenommen, dass ich Ihnen einfach Vielfalt des Koran zu zeigen. Deshalb habe ich mir so ein Bild ausgesucht. In diesem Bild sehen Sie, meine Damen und Herren, viele Gesichter des Islam, die im Namen Gottes töten. Die werden auch im Namen Gottes getötet werden. Einige wollten Freiheit schützen. Einige wollten Freiheit zerstören, einige wollten mit Namen Gottes töten, einige wollten mit Namen Gottes schützen. Diesen Widerspruch zu erklären ist mühsam. Einige wollten die Juden töten, einige wollten die Juden schützen. Alle waren Muslime, alle waren gleichzeitig Täter und Opfer. Diesen Widerspruch natürlich in Europa deutlich zu machen, ist ein mühsamer Prozess. Wie kann man das erklären eigentlich, dass die Muslime töten und schützen mit ihrem Glauben vereinbaren können und sich damit identifizieren können? Ein Mensch auf dem Boden schreit, töte mich nicht. Andere sagt, Gott ist groß, tötete ihn. Das muss man wirklich verstehen können. Was sagt Koran dazu? Will Gott wirklich Gewalt? Ist das Wille Gottes, dass die Muslime töten, enthaupten sollten? Wie sollen wir einfach diese ganze Enthauptungen, Verbrennungen in Syrien, im Irak verstehen, die im Namen Gottes enthaupten? Wir haben Schülerinnen und Schüler aus Österreich, die hier bei uns studieren, Schulen abschließen und auf dem Sklavenmarkt in Raqqa Sklavinnen suchen zum Kaufen. Wie sollen wir das verstehen, dass junge Leute ihre Freude an dieser Demokratie verlieren, an unsere Freiheit verlieren? Das sind jede Menge Fragen, die nicht nur uns Muslime beschäftigen, das sind natürlich jede Menge Herausforderungen auch an unsere Gesellschaft. Wie gehen wir mit dieser Gewalt um? Wie gehen wir natürlich mit dem Islam hier in Europa um? Nun möchte ich mal Sie ein Stück mitnehmen und beobachten wir mal, was Koran darüber spricht. Ich habe mal einfach zwei Sura aus dem Koran, Aya aus dem Koran genommen. Konkret auf diese Verspottung eigentlich der Muslime. Einer Seite steht im Koran, wenn du diejenigen siehst, die auf unsere Zeichen spottend eingehen, so wende dich von denen ab, bis sie auf ein anderes Gespräch eingehen. Ganz friedlich, vermeide diese Gewalt.
Auf der anderen Seite lesen wir wieder im Koran: Kämpft gegen sie, Gott wird sie durch eure Hände strafen, sie in Schande stürzen, euch zum Sieg über die sie verhelfen und die Brüste von gläubigen Leuten heilen. Das ist der Koran. Alles drin. Vermeide Gewalt, und auf der anderen Seite haben wir jede Menge Hinweise, Gott diese Gewalt will. Die Antwort haben wir. Vielleicht warten wir noch kurz, was Koran noch darüber sagt. Es gibt nochmal über Glaubensfreiheit. Es gibt keinen Zwang im Glauben. Der Weg der Besonnenheit ist nunmehr klar unterschieden von dem der Verirrung. Wer also falsche Götter verleugnet, jedoch an Gott glaubt, der hält sich an der festesten Handhabe, bei der es kein Zerreißen gibt, und Gott ist allhörend und allwissend. Aber auf der anderen Seite haben wir wieder im Koran eine Botschaft: Kämpft gegen diejenigen, die nicht an Allah und nicht an den jüngsten Tag glauben und nicht verbieten, was Allah und sein Gesandter verboten haben, und nicht die Religion der Wahrheit befolgen, von denjenigen, denen die Schrift gegeben wurde, bis sie den Tribut aus der Hand entrichten und gefügig sind. Das ist auch im Koran. Vor allem auch, wenn man die Entwicklungen in Syrien, wie die IS-Soldaten mit den Christen und mit den Andersgläubigen umgehen, da kann man einfach, wenn man diese Aya liest aus dem Koran, dann weiß man auch, woher diese Idee einfach kommt. Wie sie ihre Handlungen nach diesem Koran zu begründen versuchen. Das heißt, dass man bestimmte Handlungen, auch in Syrien, im Irak, wenn man bei bestimmten Ayat im Koran bleibt, schon nachvollziehen. Aus diesem Grund werde ich heftig kritisiert, warum ich sowas sage. Wenn die Menschen dort Menschen töten, auch enthaupten, wenn man in einer bestimmten Theologie bleibt, kann man diese Leute verstehen. Deshalb hat der Islam auch mit dieser Gewalt in Syrien und im Irak was zu tun. Wenn wir Muslime sagen, nein, das hat mit dem Islam überhaupt nichts zu tun, das reicht nicht aus. Wir müssen einfach zunächst uns diese Herausforderung stellen und sagen, doch, aber warum? Zumindest müssen wir diese Frage zulassen, hat das vielleicht doch mit dem Islam was zu tun, dass wir bestimmte Theologie gemeinsam kritisch hinterfragen können? Vielleicht doch. Wenn das der Fall ist, dann haben wir die Aufgabe, einiges in der islamischen Theologie zu korrigieren. Diese Gewalt ist vielleicht doch gleichzeitig eine Chance für die Muslime, dass wir bestimmte Inhalte gemeinsam kritisch hinterfragen können. Eine weitere Aya aus dem Koran über Christen und Juden. Einerseits gewiss diejenigen, die glauben, und diejenigen, die dem Judentum angehören, und die Christen und die Sabäer, wer immer an Allah, an den jüngsten Tag glaubt und Rechenschaften handelt, die haben ihren Lohn bei ihrem Herrn, und keine Furcht soll über sie überkommen, noch werden sie traurig sein. Das ist ein Bekenntnis zur Pluralität, Bekenntnis zur Freiheit. Aber auf der anderen Seite haben wir wieder eine Aussage aus dem Koran: O ihr Glaubt, nehmt die Juden und Christen nicht Schutzherrn. Sie sind einer des anderen Schutzherrn. Und wer von euch sie so Schutzherrn nimmt, der gehört zu ihnen. Gewiss, Allah leitet das ungerechte Volk nicht recht. Beide können wir im Koran finden. Sie können die Christen und Juden als Freunde nehmen. Auf der anderen Seite eine eindeutige Ablehnung, die darf man nicht als Schutzherrn nehmen. Sogar einige Übersetzungen haben wir, die sagen, die Christen nicht als Freunde nicht annehmen, ablehnen.
Und dann haben wir natürlich auch eine weitere Aussage aus dem Koran. Wer ein menschliches Wesen tötet, ohne dass es einen Mord begangen oder auf der Erde Unheil gestiftet hat, so ist es, als ob er alle Menschen getötet hätte. Und wer es am Leben erhält, so ist es, als ob er alle Menschen am Leben erhält. Das ist gleiche Sura 32, dann kommt gleich danach 33, der Lohn derjenigen, die Krieg führen gegen Allah und seinen Gesandten und sich bemühen, auf der Erde Unheil zu stiften, ist indessen der, dass sie allesamt getötet oder gekreuzigt werden oder dass ihnen Hände, Füße wechselseitig abgehackt werden oder dass sie aus dem Land verbannt werden. Das ist für sie eine Schande im Diesseits und im Jenseits gibt es für sie gewaltige Strafe. Nicht nur diese irdische Strafe, sondern auch im Jenseits haben sie ihre Strafen. In gleiche hintereinander. Rette die Menschen, gleich danach töte die Menschen. Das ist eine enorme theologische Herausforderung, einfach sich zwischen beiden Positionen einfach theologisch zu finden, wo in welche Richtung einfach man gehen könnte. Das ist nicht nur sicherlich, dazu kommen noch Aussagen des Propheten Mohammed. Die Muslime haben für ihre theologische Begründungen zunächst den Koran, anschließend entscheidend auch Aussagen des Propheten Mohammed. Die sind getrennt voneinander zu betrachten, aber durch die Sunna kann man den Koran besser verstehen. Oder manchmal durch den Koran kann man Sunna besser verstehen. Hier haben wir wiederum zwei unterschiedliche Aussagen. Nach der Eroberung von Mekka sagt Prophet, o ihr Menschen, Allah hat die Überheblichkeit und den Rassismus aus der Zeit der Ignoranz verboten. Die Menschen sind zweierlei. Die edelsten von ihnen sind solche mit Gottesbewusstsein. Die Menschen, die Gott nicht liebt, sind solche, die Sünde begehen. Alle Menschen sind Kinder Adams. Adam wurde aus der Erde erschaffen. Auf der anderen Seite, eine wichtige Quelle für die Muslime, Bukhari sagt, mir wurde von Gott aufgetragen, so lange gegen die Menschen zu kämpfen, bis sie bezeugen, dass es niemand außer Allah verdient hat, angebetet zu werden und dass Mohammed sein Gesandter ist und ihre Gebete auf die rechte Weise verüben und ihre verpflichtenden Almosensteuer abgeben. Wenn sie das befolgen, dann ist ihr Leben und Hab und Gut sicher von mir. Das ist eigentlich erstens eine Friedensbotschaft, zweitens, wer Botschaft des Propheten nicht annimmt, muss bekämpft werden. Wir können natürlich in dieser Richtung jede Menge Aussagen einfach in der Sunna des Propheten finden. Zum Beispiel, hier findet man nochmal eine Aussage. Ich habe diese, nach diesen Verbrennungen in Syrien, habe ich mal die Seiten von IS angeschaut. Sie haben offiziell sehr professionelle Seiten. Sie haben sehr gute theologische Argumente. Sie haben wirklich sehr, sehr professionelle Präsenz, vor allem im Internet. Sie haben professionelle Zeitschriften auf Türkisch, Arabisch und auch Englisch. Sie haben wirklich wunderbare Präsenz im Internet. Habe ich mal angeschaut, wie sie diese Verbrennungen begründen. Meine Damen und Herren, wenn Sie deren Seiten lesen, dann haben Sie... Da finden sie ordentliche Argumente. Zum Beispiel ein Argument, was ich hier präsentiere, ist eine Grundlage für diese Verbrennungen. Einige Menschen kehrten sich vom Islam ab, nachdem sie ihn zuvor angenommen haben, und Ali verbrannte sie daraufhin. Ibn Abbas, ein anderer Gefährte des Propheten, sagte, wenn ich an deiner Stelle wäre, würde ich sie nicht verbrennen. Der Gesandte Gottes sagte nämlich, niemand darf die Menschen mit Feuer bestrafen, außer Gott. Das heißt, Umgang mit prophetischen
Aussagen war auch unter seinen Gefährten nicht so eindeutig, wie man Prophet versteht, wie man Prophet auch für die Gegenwart einfach mobilisiert. Was kann man mit prophetischen Aussagen in der Gegenwart theologisch, politisch, gesellschaftlich bewirken eigentlich? Und dieser Koran und Sunna, daraus ist eine gewisse auch Theologie entstanden. In dieser Theologie, so aber zum Beispiel habe ich einen Koran-Kommentator, Qurtubi sagt, wenn ein Moslem einen Ungläubigen, Käfir, begegnet, der keine Schutzvereinbarung hat, kann der Muslim ihn töten. Und dann hier auch ein Wissenschaftler auch aus Österreich, der interpretiert diese Eier, kämpft gegen sie, bis es keine Fitna, das heißt Ungerechtigkeit, was unislamisch ist, mehr gibt und bis die Religion gänzlich Allahs ist. Wenn sie jedoch aufhören, so sieht Allah wohl, was sie tun. Der interpretiert folgendermaßen, der sagt, er gibt eine islamische Quelle, der sagt, dass die Muslime doch einen präventiven Krieg führen, um die Feinde des Islams zu schwächen. Wenn man aber dabei stirbt, dann hat man seinen Lohn beim Gott, dann ist man Märtyrer für den Islam. Das ist nicht nur vom 15. Jahrhundert, das ist vom 21. Jahrhundert, diese Aussage. Das heißt, wir haben drei Bereiche bis jetzt, meine Damen und Herren. Erstmal, wir haben Koran, die Gewalt und Frieden einfach inkludiert. Auf der anderen Seite haben wir ähnliche Situationen in der Sunna. Und nun haben wir auch dementsprechend zweierlei Theologie. Eine Theologie, die Gewalt verherrlicht. Wir haben auch eine Theologie, die Gewalt vermeidet. Das ist Vielfalt der Muslime in unserer Gesellschaft. Aus diesen Darstellungen entsteht so folgendes Bild für die Gegenwart. Für viele, die wir Salafisten bezeichnen, auf der rechten Seite Koran als Quelle für die Gewalttheologie. Das heißt, dass man den Koran für eine bestimmte Gewalttheologie als Grundlage missbrauchen. Daraus entsteht politikbejahende eine Theologie, die Gewalt bejaht und das auch politisch notwendig erklärt. Gewalt ist für die Etablierung eines islamischen Staates dringend notwendig. Das ist Wille Gottes, das ist der Weg des Propheten. Ganz radikale Gruppen, Dschihadisten, und die versuchen die ganze Befreiung der islamischen Länder von säkularen Systemen, Durchsetzung der Scharia-Regeln, solche Bewegungen leiten ihre Argumente aus einer bestimmten Quelle, aus dem Koran, wo Gewalt wird, aus der Sunna des Propheten, Aussagen des Propheten und sicherlich auch eine bestimmte Theologie, die für viele Menschen, die in Syrien oder überall in der Welt kämpfen, von Relevanz ist. In der Mitte eine Theologie, Koran ist eine politische und gesellschaftliche Grundlage für einen möglichen islamischen Staat. Daraus entstehen auch jede Menge islamische Theorien, zum Beispiel Muslimbruderschaft oder in Österreich auch Miligürisch teilweise, die zwar einen islamischen Staat wollen, aber auf Gewalt verzichten. Die sagen, durch demokratische Mittel können wir einen islamischen Staat einfach etablieren. Was dann aber aus dieser Demokratie wird, ist offen. Demokratie ist in diesem Fall nicht Ziel, sondern ein Mittel zur Etablierung eines islamischen Staates. Islamischer Staat ist die Lösung und Umma, islamische Gemeinde und Kalifat ist ideale Gemeinschaft für die Muslime, für die Zukunft der Muslime in dieser Welt. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch einige Positionen, die Koran als Quelle für islamische Ethik, ethische Orientierung betrachtet. Islamische
Mystik und weitere philosophische Theorien in diesem Bereich jede Menge. Ethikorientierte Theorien aus der Barmherzigkeit des Korans. Nun, wenn man zum Beispiel solche Gesichter zeigt, die teilweise vielleicht aus der Presse oder Medien kennen, hier sieht man diese Vielfalt der Muslime. Sie können hier einfach in vielen, ich habe leider nur eine Frau gefunden, islamische Theologie ist auch in der Gegenwart, das ist bei der Kirche vielleicht auch nicht so viel anderes, islamische Theologie ist eine männliche Theologie. Diese weibliche Theologie ist am Entstehen, aber islamische Theologie wird entscheidend von den Männern geprägt. Deshalb können Sie in vielen theologischen Werken diese männlichen Einflüsse sehr stark einfach sehen, beobachten, wie die Männer die Stellung der Frauen in der islamischen Theologie eigentlich definieren. Aber in der Gegenwart, nicht nur in Europa, auch in vielen islamischen Ländern sind sehr viele Frauen, die Theologie studieren. Deshalb werden wir in kommenden 10, 20 Jahren immer mehr so die Prägung der muslimischen Theologinnen in der islamischen Theologie sehen. Das ist nur eine Frage der Zeit eigentlich. Daher konnte ich leider in dieser Debatte nur eine Frau, eine Kollegin aus Amerika finden. Aber wenn man auch sieht, diese Theologie weltweit, da sind unterschiedlichste Persönlichkeiten, unterschiedlichste politische Positionen, die einfach diese Vielfalt des Islam in der Gegenwart, in bestimmten Institutionen, in bestimmten Rollen vertreten. Jetzt sicherlich für uns eine entscheidende Frage, was machen die Muslime in Europa daraus? Europa, natürlich, meine Damen und Herren, manchmal meine Kollegen in den islamischen Ländern sagen, ich bin sehr arrogant, das ist sehr eurozentrisch, überheblich, aber das meine ich nicht. In vielen, fast in allen islamischen Ländern haben unsere Kolleginnen kaum Freiheit, sich in dieser Freiheit mit der islamischen Theologie auseinanderzusetzen. Einige riskieren ihr Leben, viele riskieren ihre berufliche Zukunft an den theologischen Fakultäten. Deshalb ist fast unmöglich, in den islamischen Ländern eine lebendige Debatte zu diesem Thema zu führen. Sie riskieren ihr Leben in vielen, sogar die Entwicklungen in der Türkei gehen auch mehr in diese Richtung, dass sehr viel wirklich zukunftsorientierte Kolleginnen an vielen Universitäten einfach das Land teilweise verlassen müssen, weil ihnen diese Freiheit fehlt. Diese Freiheit in Europa ist für uns, für die Muslime, sicherlich auch eine Verantwortung, dass wir vielleicht die Antworten nicht gleich finden werden. Aber in dieser Freiheit sollten wir uns erlauben, eine lebendige Debatte in Europa zu führen, wohin die islamische Theologie gehen sollte. Und aus dieser Entwicklung sicherlich haben wir die Chance, dass man in Richtung der islamischen Länder bestimmte Impulse senden können, wir aus Europa heraus. Diese Chance besteht. Deshalb machen wir die Entwicklungen in Deutschland, auch hier in Österreich, große Hoffnung, weil wir im deutschsprachigen Raum langsam diese Chance bekommen. Wir hatten in Amerika, in England sicherlich auch sehr viele Kolleginnen, die in dieser Richtung sehr viel gemacht haben. Aber leider, zum Beispiel wenn Sie schauen, Oxford hatte sehr schöne Abteilung für Islamic Studies, islamische Studien, dort wurde diese Abteilung von Saudi-Arabien aufgekauft. Natürlich, die kaufen, es ist nicht so, dass man sagt, ich gebe so viel Geld, aber jetzt Schluss, hier ist Saudi-Arabien, das funktioniert nicht. Aber wenn sie 50 Millionen Euro investieren, dann ist die Wissenschaft ziemlich, wie soll ich sagen, das ist einfach, diese wissenschaftliche Freiheit ist ein Stück eingeschränkt. Das ist nicht nur ein Problem in Oxford, Cambridge ist ähnlich, Harvard ist ähnlich. Das heißt, die großen Universitäten mit wirklich guten Islamic Studies wurden beinahe alle, meine Damen und Herren, aufgekauft.
Das ist bitter, aber eine Tatsache. Ich will den Kollegen nichts unterstellen, aber ich will nur auf eine Tatsache hinweisen, wenn man so viele Förderungen aus dem Ausland bekommt, dann haben wir natürlich jetzt auch mit dem Islamgesetz was zu tun, dann ist man nicht so frei. Kein Land, Türkei, Saudi-Arabien, alle Länder, die im Ausland investieren, haben Erwartungen. Wenn ein Imam aus der Türkei kommt, kommt mit einer bestimmten theologischen Position, die ich nicht unbedingt in Frage stellen möchte, aber sage ich, das ist nicht die Position, die wir hier in Österreich brauchen. Wenn Saudi-Arabien in Österreich investiert, nicht weil das Land die Muslime so sehr liebt, vielleicht lieben sie uns auch, aber nicht nur. Aus diesem Grund, wenn Universitäten sicherlich vom Ausland gefördert werden, dann bekommen sie auch Anweisungen. In Österreich haben wir daraus was gelernt. Heutzutage sagt Herr Kurz, ja, nicht mehr Ausland, aber 2006, 2005 hatten wir von den Politikerinnen hier in Österreich etwas anderes zu hören bekommen. Als ich an der Uni war, habe ich mal immer wieder angesprochen, wir brauchen Theologie hier in Europa, in Österreich. Dann hat man immer Rückmeldungen bekommen. Herr Aslan, haben Sie mal Katar gefragt? Haben Sie mal Saudi-Arabien gefragt? Vielleicht Türkei kann uns helfen, weil man die Belange der Muslime immer als eine ausländische Angelegenheit wahrgenommen hat. Die Muslime waren da, aber in der Isolation, nicht in der Mitte der Gesellschaft. Deshalb ist eine gewisse Isolation der Muslime ist eigentlich ein Produkt, ein Ergebnis, daran wir hier in dieser Gesellschaft gemeinsam gearbeitet haben. Das ist nicht aus Zufall entstanden. Jetzt langsam nehmen wir diese Strukturen wahr, meine Damen und Herren, die uns teilweise auch wehtun, sicherlich. Nun, wie geht das? Zum Beispiel, was können wir machen? Wir haben gesagt, europäisch prägen wollen. Dann haben wir unsere Vorstellung in Europa. Wir sagen, wir müssen einfach den Zugang zum Koran von dieser Gewalttheologie befreien. Diese Theologie ist nicht unbedingt Wille Gottes. Diese Theologie ist nicht unbedingt eine Ableitung aus dem Koran. Diese Theologie entspricht den gesellschaftlichen Verhältnissen teilweise vom 7., von 8. Jahrhundert. Wenn ich ein Beispiel geben kann, die erste theologische Debatte innerislamisch ist damit angefangen, ob Töten der Herrschenden Wille Gottes sei. Das war wirklich erste Debatte innerislamisch. Ein Staat, ein Herrschaftssystem, das sogar das Erbe des Propheten, seiner Familie zerstört hat, sagte, wir töten, weil das einfach Wille Gottes sei. Dann ist ein anderer Theologe entstanden, nein, das ist nicht Wille Gottes. Das heißt, islamische Theologie ist aus diesen gewaltigen Vorstellungen entstanden zunächst. Ob Herrschaft des Staates Gewalt legitimieren darf oder nicht, ob die Muslime auch unter diesen Umständen zu Gehorsamkeit verpflichtet sind oder nicht, weil Gott es so will. Und diese Tradition wirkt, meine Damen und Herren, immer noch, weil wir sehr viele Muslime in der Gegenwart den Koran über diese Gewalttheologie wahrnehmen. Ein Beispiel, zum Beispiel uns stört das. Warum ISIS-Menschen in Syrien Homosexuellen töten? Meine Damen und Herren, in allen Rechtsschulen aus dieser Tradition muss man die Homosexuellen töten. Einziger Unterschied, in den theologischen Werken stand, aus einem hohen Berg runterschmeißen, aber in Raqqa gibt es solche Berge nicht, die tun das aus einem Hochhaus.
auch die Steinigung danach. In vielen theologischen Büchern, meine Damen und Herren, lesen Sie, wer nicht betet, muss getötet werden. Das heißt, eine hanafitische Rechtsschule sagt, nein, nicht gleich töten, nach erst einer Gefängnisstrafe. Das heißt, sie beten nicht, sie sagen, wenn du nicht betest, töte ich dich. Diese Theologie, diese Gewalttheologie prägt immer noch unsere Vorstellungen von einer Religion. Das heißt, dass wir noch nicht beim Koran sind, wir sind bei einer bestimmten Theologie, die wir als Religion inhalieren. Dazu kommen natürlich Aussagen des Propheten Mohammed, die viel später entstanden, 200-300 Jahre danach. Ein Beispiel, eine berühmte Gelehrte, der wirklich ein wichtiges Buch verfasst hat, Bukhari, er hat aus 700.000 Überlieferungen, das war mühsame Arbeit, meine Damen und Herren, ohne Wiederholungen 4.000 ableiten können. Es waren 700.000, der hat daraus nur 4.000 gemacht. Wenn Sie noch weiter daran arbeiten, wird vielleicht noch weniger. Das heißt, dass man jede Menge Überlieferungen erfunden. Einer wollte seine Zwiebeln verkaufen. Er sagte, ich habe vom Prophet gehört, wer Zwiebel aus Damaskus kauft, kommt ins Paradies. Dann hat seine Zwiebel natürlich losgeworden. Dann aber aus diesem Zwiebelgeschäft haben wir in der Gegenwart jede Menge Probleme. Das war wirklich kein Zufall, gibt es so eine Überlieferung. Das heißt, dass man Prophet Mohammed und seine Gefährten teilweise für bestimmte politische Interessen instrumentalisiert hat. Zum Beispiel alle Aussagen vom Prophet Mohammed über Damaskus, es wird jemand aus Damaskus kommen, er wird so sein, der wird ein Held und, sind alles erfunden, weil der Herrscher in Damaskus seine Position durch solche gekaufte Aussagen legitimieren wollte. Meine Damen und Herren, Sie sehen ja, das heißt, wir sind noch nicht beim Koran, dass die Muslime zunächst den Zugang zum Koran finden, ist ein mühsamer Prozess, weil man in diesem Prozess jede Menge Gewaltinhalte aus dieser Theologie, aus den Aussagen des Propheten Mohammed zunächst entfernen muss. Das ist mühsame Arbeit. Das heißt, auch hier wir in Österreich leiten unsere Handlungen, die wir religiös begründen, nicht aus dem Koran, vielmehr aus einer fertigen Theologie. Deshalb sind wir Hanefiten, deshalb sind wir Schafiiten, deshalb sind wir Hanbeliten, weil wir uns durch eine bestimmte Schule definieren. Wir sind noch nicht beim Koran. Koran ist eine Chance für die Muslime in Europa. Aber diese Theologie ist ein Hindernis vor diesem Zugang. Jetzt, wie kann man diese Situation erklären? Ich habe so bilderisch dargestellt. Wenn man so sieht, Geschichte des Korans, meine Damen und Herren, ist nicht so sehr alt. Koran entstand in 23 Jahren. Aber Entstehung des Korans, ich bin nicht so sehr gut vertraut mit der Bibel in dieser Fragestellung, ist durch eine Kommunikation entstanden. Da waren Fragen der Menschen, Antwort Gottes. So glauben die Muslime. Das heißt, überwiegende Teil des Korans besteht aus Fragen der Menschen. Eine Frau fragt, o Prophet, was ist Menstruation? Das finden sie im Koran. Was wird nach dem Leben? Was wird in der Zukunft? Und. Das heißt, dass sie jede Menge Fragen der Menschen im Koran finden. Wenn Sie so wollen, Koran ist ein Diskursbuch eigentlich. Gott beantwortet konkrete Fragen der Menschen. Wenn Sie den Koran lesen, meine Damen und Herren, da sehen Sie sehr vieles, zum Beispiel das Prophet auch über seine Familienprobleme. Seine Frauen wollten Schmuck und Gold, er konnte das nicht leisten. Und die Geschichte seiner Frau Aisha, das heißt, man liest sehr viel
historischen einfach Ereignissen im Koran auch. Aber das ist einfach ein lebendiger Diskurs eigentlich. Die Menschen fragen, Gott antwortet. Gott berichtet auch von vielen Geschichten, die sogar teilweise auch in Mekka bekannt waren. Daraus sind zwei Säulen entstanden im Islam. Einmal, was die Muslime Religion bezeichnen, Din, Einheit Gottes, Rituale. Gott will angebetet werden. Gott will seine Herrlichkeit zeigen. Dazu lädt er die Menschen ein und sagt, so bin ich da, das ist meine Einheit, ich möchte, dass sie mich anbeten. Das ist Din. Nach islamischen Gelehrten, das war immer so, das ist nichts Neues. Seit Adam bis zu Prophet Mohammed, Religion ist unverändert geblieben. Religion der Christen, Religion der Juden, auch viele andere Religionen in dieser Fragestellung gleich. Gott ist eins, ihm darf man nichts gleichstellen. Problematisch wird in der Gegenwart, darauf werde ich noch zurückkommen, Scharia, Religion als Gesetz zu verstehen. Da haben wir natürlich mit dem politischen Islam unsere Probleme, weil sie diese Scharia als fester Bestandteil der Religion betrachten. Eine Religion ohne Scharia ist nicht vollkommen. Deshalb führt man ja diese Kriege. Deshalb sind diese Spannungen, Auseinandersetzungen, Verbrennungen, Enthauptungen, weil man Scharia als einen Teil der Religion sieht. Aber Islam mit europäischer Prägung, nicht nur bei uns ist diese Debatte, aber auch, was wir hier einfach führen, Religion und Scharia getrennt. Scharia ist ein dynamischer Prozess, aber Religion ist ewig. Einheit Gottes. Aber diese Scharia muss man als dynamischer Prozess verstehen, diese ganze Strafmaßnahmen, ganze Regeln einer, für eine bestimmte Gesellschaft sind natürlich Maßnahmen für eine Gesellschaft im 7. Jahrhundert. Daraus können wir einiges lernen, aber diese Scharia so zu übernehmen, entspricht nicht dem Sinn einer Religion. Diese Trennung ist notwendig. Das heißt, dass wir Religion von Scharia, was auch entscheidend ist, das heißt, wenn wir Zukunft der Religion in Europa, Zukunft des Islam sichern wollen, ist entscheidende Aufgabe für diese Theologie mit europäischer Prägung, diese Differenzierung sichtbar zu machen. Ein Beispiel im Sinne des Korans. Ich möchte mal dieses Erbrecht im Koran, meine Damen und Herren, Sie wissen ja, die muslimischen Frauen dürfen nur Hälfte. Das heißt, wenn Sie so von außen einfach beobachten, eine Frau bekommt Hälfte eines Mannes. Das ist ungerecht. Aber dass man im 7. Jahrhundert über Frauenrechte spricht, meine Damen und Herren, sehr revolutionär eigentlich. Im 7. Jahrhundert spricht Koran über Rechte der Frauen. Die Geschichte ist sehr spannend, weil ich gesagt habe, die Fragen der Menschen und Antwort Gottes. Eine Frau kam auf Prophet und sagt, oh Prophet, warum bekommen wir kein nichts wie die Männer? Sie haben mehr Rechte als wir. Prophet sagte, Offenbarung, sie bekommen Hälfte. Da kamen die Männer, oh Prophet, warum Hälfte? Wir führen Kriege, wir sterben, wir schützen unsere Familie, die Frauen bleiben zu Hause. Warum sollen sie einfach Hälfte bekommen? Dann entstand so eine Debatte, nicht? Eine Frau sagt, warum keine Rechte? Der Mann sagt, zu viel. Und dann war Kompromiss Hälfte eigentlich. Aber die Frau kam nochmal auf Prophet Mohammed zu und sagte, Ummu Salama, o Prophet, wenn Sie das alles vom Krieg abhängig machen, dann will ich auch Kriege führen, dass ich Kriegsbeute bekomme. Dann hört dieser Dialog, meine Damen und Herren, im Koran auf.
Aber Koran verbietet uns nicht, in der Tradition dieser Frau weiterzudenken. Das ist nicht das Problem des Korans, dass die Muslime nicht weiterdenken, eine Regelung vom 7. Jahrhundert übernehmen, sondern Problem der Muslime, die nicht weiterdenken wollen. Oder das Denken verbieten eigentlich. Das ist wirklich offensichtlich nicht, dass Koran uns das Denken verbietet. Das ist eine Theologie, die mit diesen Gewaltmaßnahmen das Denken einfach verbietet. Diese Differenzierung, meine Damen und Herren, dringend notwendig. Koran will, dass wir weiterdenken, auch im Geschäftsbereich. Koran hat im 7. Jahrhundert einige Akzente, Impulse gesetzt. Aber wenn die Muslime nicht weiterdenken in dieser Tradition, dann töten sie selbst das Buch eigentlich. Koran ist ein abgeschlossenes Buch, aber unsere geistige Reife formt das Buch. Unsere Vernunft, unser Geist macht aus diesem Buch ein lebendiges Buch. Aber wenn wir mit einer Denkkultur vom 7. Jahrhundert das Buch ermorden, das ist nicht das Problem des Buches, sondern ein Problem der Muslime. Deshalb, meine Damen und Herren, in Europa vermeide ich, über Islamophobie zu sprechen, sage ich, das ist Moslemphobie. Den Islam, den die Muslime zeigen, machen mir auch Angst. Aber wenn wir den Islam mit diesem Geist prägen können, wird dieser Islam in Europa als Bereicherung wahrgenommen, als Chance wahrgenommen. Das wird ein Islam aus Europa sein, den wir nicht als fremd wahrnehmen. Vielleicht werden sie die Leute sagen, unsere dumme Muslime, aber die werden immer sagen, unsere. Wenn wir es schaffen, unsere dumme Christen, unsere dumme Muslime, diese unsere ist Sicherheit für unseren sozialen Frieden hier in Europa. Unsere. Wenn wir diese gemeinsame Identität schaffen, dann haben wir eine wunderbare Grundlage für Frieden in unserer Gesellschaft. Auch natürlich eine Friedensbotschaft in Richtung der islamischen Länder. Meine Damen und Herren, meine letzte Folie vielleicht. Danke. Ob ich meiner zum Beispiel Theologie erfunden habe? Nein. Ich habe hier alle sunnitischen Muslime, Hanafiten vor allem, kommen von einer wirklich Rechtsschule, die wir Al-Maturidi, diese Denk- und Glaubensschule. Er hat im 9. Jahrhundert debattiert, Scharia und Religion getrennt. Auch sein Vorgänger Abu Hanifa im 7. Jahrhundert, 8. Jahrhundert, sagte, Politik und Religion zu trennen. Das sind jede Menge Werke. Von Al-Maturidi ist sein berühmtes Werk, Tawil al-Quran, zum Beispiel Deutung des Korans, der erklärt, warum Religion und Politik getrennt sein sollte. Auch Abu Hanifa trennt sehr früh im 8. Jahrhundert, Scharia ist dynamischer Prozess, sagt er, aber Religion ist ewig. Das heißt, in dieser Tradition müssen wir islamische Theologie in Europa versuchen zu prägen und dadurch den Koran entpolitisieren. Wenn es uns nicht gelingt, dieses Buch als politisches Buch oder von dieser Politik zu befreien, wird der Koran immer uns zu dieser Gewalt verleiten. Koran ist kein politisches Konzept. Koran ist für uns eine ethische Orientierung. Und sicherlich eine weitere Aufgabe für den Islam mit europäischer Prägung, Historizität des Korans. Bestimmte Inhalte des Korans sind historische Dokumentationen. Zum Beispiel, es steht im Koran, dass die Muslime die Frauen des Propheten nicht heiraten dürfen. Wer soll in der Gegenwart die Frauen des Propheten vom 7. Jahrhundert heiraten? Das ist eine Historizität, Dokumentation einer bestimmten Geschichte, daraus wir Lehren ableiten können. Aber das ist nicht, dass wir einfach dabei diese Historizität ignorieren. Davon ist auch betroffen islamische Theologie,
von diesen politischen Einflüssen zu befreien. Sind in der Theologie, wie ich oben gezeigt habe, gute Ansätze, aber wenn diese Ansätze politisiert wird, dann ist ein Kriegsinstrument. Aus einer weiteren Aufgabe für uns wäre auch die Klärung der Widersprüche zwischen islamischen Theologie, Sunna und Koran, dass es auch sehr viele Aussagen vom Propheten, die einfach dem Sinn des Korans einfach, zum Beispiel ein Beispiel, in wichtigen Büchern lesen wir, Prophet Mohammed urinierte, seine Gefährten haben sein Urin getrunken, er hat sie angelächelt. Dann überlege es mir, Mensch, mein Prophet, sein Urin wird getrunken, der lächelt die Leute an. Unvorstellbar. Deshalb sollen wir diese Theologie, den Koran, von diesen Widersprüchen befreien. Dass man einen gesunden Zugang zu diesem Buch findet und daraus wirklich ethische Orientierungen ableiten kann. Und wie gesagt, meine Damen und Herren, mein letztes Wort, weiterdenken im Gerechtigkeitsauftrag des Korans. Koran will Gerechtigkeit. In dieser Tradition Gerechtigkeit und Barmherzigkeit müssen die Muslime weiterdenken, dass man dieses Buch als Buch der Barmherzigkeit, als Buch der Gerechtigkeit wahrnimmt und niemals diese Enthauptungen, Verbrennungen mit diesem Buch in Verbindung bringt. Ihnen danke ich, dass Sie mir zugehört haben, meine Damen und Herren. Herzlichen Dank.